Jo Leute, was geht ab und willkommen zum 14. Türchen des Adventskalenders. Wir haben mehr als die Hälfte geschafft. Nur 10 Tage. Dann ist Heiligabend. Und heute habe ich mir, habe ich ja schon angekündigt, gestern ein kleines Pack-Opening, wirklich Mini-Pack-Opening vorbereitet. Ihr seht es hier schon, 3 gewöhnliche Goldspieler. Also ein 3 gewöhnliche Goldspieler-Set, 4 2 Silberspieler-Set und ein 2 Silben-Goldspieler-Set. Und ja, die öffnen wir jetzt. Gucken, was drin ist. Ist immens laut auf den Kopfhörern. Heilige Scheiße. Muss man mal ein bisschen leiser stellen. Wir ziehen hier Baptistão, Otávio und Hasebe. Ich glaube, die Brasilianer würden sogar noch was wert sein. Würde man sie verkaufen können. Aber geht ja leider nicht. Zwei Silberspieler-Set. Gucken wir mal. Sato. Immens schnell der Typ. Wahrscheinlich nur 1,70 groß. Ein Stürmer, wie er im Buch steht. Zweites 2 Silberspieler-Set. Ich muss noch ein bisschen leiser machen. Das sieht richtig aus. Matheus. Innenverteidiger von Orlando. Und Pacheco. So, Liga 1, Bundesliga würde ich mitnehmen. Und zweite Bundesliga, Premier League. Was Gutes hier, Bonilla, nicht unbedingt. Vermeil von Preston. Auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Letzte zwei Silberspieler-Sets sind noch ein bisschen was Gutes. Ja, naja. Immerhin Ligue 1, immerhin Monaco. Bingham, Carrillo. 1,91. Könnte man ja mal aussetzen auf der Verkaufsseite. Und dann kommen wir zum 2 seltenen Goldspieler-Set. Kein Walkout. Kein Team on the Group Stage. Sondern Kevin Gamero. Und das ist gar nicht so schlecht. 83er. Ist doch ganz in Ordnung. Ochoa, ich glaube, da bahnt sich so ein Zweit-Team in Richtung BBVA an. Na gut. Das soll es eigentlich schon von Tag 15 gewesen sein. Was ich noch sagen wollte, ganz wichtig, die Verlosung, die ich gestern im Video angekündigt habe, wo es ja um original unterschriebene Möllners und Rudners Karten von mir und Johann geht, beziehungsweise von Johann und mir, also er unterschreibt bei Rudners, ich bei Möllners, die läuft bis Heiligabend. Außerdem habe ich mir überlegt, weil auf Rudners Karte zu unterschreiben ist eigentlich Majestätsbeleidigung. Ich habe leider keinen mehr. Ah, muss ich nochmal suchen. Vielleicht habe ich ja doch noch Rudners irgendwo. Aber aktuell sieht es schlecht aus. Schon nochmal fixen, ne? Aber sieht so aus, als wenn ich keinen mehr hätte. Nee. Ich habe wirklich nur noch den Eindruck, Ness. Dann machen wir es so, dann packe ich noch einen Original Bandner-Sticker mit drauf. Der dann nicht unterschrieben wird, weil das wäre dann wirklich Majestätsbeleidigung, bei Bandner zu unterschreiben. Ja, wie gesagt, Johann unterschreibt den Rootness, ich unterschreibe den Mölders, den könnt ihr gewinnen, bis Weihnachten läuft das Gewinnspiel. Einfach in den Videos eurer Wahl einen Kommentar da lassen, warum ihr die Karten gewinnen wollt. Ich glaube, ich werde das jetzt in jedem Video mal so sagen, dass diese Verlosung stattfindet und dann könnt ihr Rudness, Mölders und Bendtner für eure Sammlung gewinnen. Gut, dann war's das für heute. Wir sehen uns morgen wieder an Tag 15. Bis dann, habt einen schönen Abend, macht's gut und haut rein.